Hier sind wir wieder bei Child of Light. Ich bin der Quinos und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen direkt weiter. Hier geht's nämlich weiter. Autsch, ich dachte, ich kann da irgendwie mich hinstellen. Ja gut, ist ja egal. Hier, das Glühwürmchen ist ja da, um uns ein wenig Energie zu spenden. So. Also, wir sind immer noch auf dem Weg zum Tempel des Mondes oder so ähnlich. Hier geht es auf jeden Fall mal nach unten. Nach unten, da können wir uns relativ sicher sein, glaube ich. Da gibt es auf jeden Fall, ist das nicht der Weg, der uns zum Ziel führt. Aber mit Sicherheit sind das Wege, die uns zu irgendwelchen Truhen führen. Oder zu Gegnern, die Erfahrungspunkte geben. Von daher auch nicht schlecht. Hier ist schon mal einer. Ah, warum? Egal. Ich wollte eigentlich fragen, warum wechsle ich nicht auf Wasser in der Kopplung der Waffe, aber egal, komm. Wir kriegen das auch so hin. Hier werde ich jetzt erstmal wieder Standard Monsun. Ne, klar. Perfekt. Und hier werde ich jetzt erstmal wieder mein Sternenlicht auf alles jagen. Nein! Na gut. Na, coole Sache das. Jetzt hoffe ich mal, dass ich einen kritischen Treffer mache. Das wäre mir natürlich auch mal ganz recht. Dann hätte ich nämlich diesen Geist direkt mal auch los. Komm schon! Finn! Na, schade. Okay, jetzt wäre es vielleicht an der Reihe, sich zu verteidigen. Ah, sie gehen auf Finn. Autsch, 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 autsch. So, Moment. Geht gleich weiter. Erstmal hier dem lieben Finn ein bisschen Energie geben. So. Passt. Was machen wir mit der Rubella? Sterne nicht auf alle, ne? Und mit ihm... Naja, wir machen nochmal Monsun hinterher, falls das Sternenlicht bei dem Geist jetzt nun nicht ausreichen sollte. Na, schade, er ist zuerst dran. Na, blöd. Kommt hier dieses Wildschwein auch noch? Also werde ich mich mal hier verteidigen. Nicht wechseln. So. Auch den Finn werde ich mal in den Verteidigungsmodus setzen. Ja, cool. Immer wieder verteidigen können wir ja auch nicht. Von daher wieder in die Offensive. Sternenlicht auf alle. Und hier nochmal den Monsun. Okay, unterbrochen. Komm schon. Shit, ich kann ihn nicht mehr. Ah, dann glühen mich nicht alle. Ah, na komm schon. Finn, los, mach was. Ja, also den Geist, den haben wir schon mal los. Wunderbar. Hey, der Finn ist gleich am Arsch, ne? Nicht auf den Finn, nicht auf den Finn. Was mache ich denn mit dir, Finn? Ich wechsle dich jetzt aus, oder? Ja, ich wechsle dich jetzt aus. Und zwar gegen unseren Robert. Und der Robert, der darf jetzt einen Pfeilregen abfeuern. Auch wenn ich weiß, dass physischer Schaden hier gegen diesen komischen Robin Hood auf drei Beinen hier nichts bringt so richtig. Dafür haben wir hier das Sternenlicht dann nochmal. Ja, kontert körperlichen Schaden. Ich darf das eigentlich nicht machen. Bam, das Wildschwein. Oh, beide sind K.O. Jawohl, sehr gut. Und ich bin eine Stufe aufgestiegen mit Aurora. Mit wem noch?
Mhm, mit Rubella. Hey, Schummerlicht, bist du ein Geist? Ich bin fidel und warm. Bist du noch ganz dicht? Welch traurige Geschichte. In finsterer Nacht nur ein kleines Licht. Das bringt mich zum Weinen. Ach du liebe Zeit. Okay. Fertigkeiten. Ah, jetzt ist es soweit. Okay, jetzt können wir ihn ausrüsten. Also erstmal hier unsere liebe Aurora. Da wollten wir ja auf den Hieb. Das haben wir jetzt auch fast erreicht. Dann noch diese liebe Rubella. Ja, wir gehen auf Heilung. Und nun, diesen hier, ich habe mir seinen Namen jetzt noch nicht gemerkt, werde ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Oh, der hat aber noch richtig viel zum Aufwerten hier. Okay, Leute, wir schauen uns jetzt mal genauer um bei ihm. Hier haben wir eine Stärkeaufwertung, Ausweichen, Magieresistenz, Langzauber, verlängerte Dauer jedes Zaubers um eine Runde. Verlängert die Dauer jedes Zaubers. Ach so, okay. Das ist natürlich erstmal cool, ne? Wenn es irgendwie so eine irgendeine Vergiftung oder so ist. Oder was meinen die damit? Weiß ich nicht. Naja, wir werden sehen. Überrumpeln. Überrumpeln alle. Langzauber. Langzauber. Eile. Erhöht das Tempo eines anvisierten Verbündeten 3 Runden lang um 50%. Tempoaufwertung. Ja, das ist schon cool. Eile. Also, ich gehe erstmal hier auf Eile. Und auf die Tempo-Aufwertung. So. Und dann unaufhaltsam. Schützt einen anvisierten Verbündeten 3 Runden lang vor Unterbrechung während der Vorbereitung eines Zaubers oder Angriffs. Nehmen wir das auch mal noch mit. Ultimativer Schutz setzt sich erstmal auch gut an. Was ist das? Ein anvisierter Verbündeter. Er leidet 5 Runden lang 20% weniger körperlichen und magischen Schaden. Ja, das ist doch auch mal ein Wort. Nehmen wir doch auch gleich mal mit. Ja. Ultimativer Schutz. Verbündete erleiden 5 Runden lang 15% weniger körperlichen und magischen Schaden. Ah, da gehen wir jetzt mal dann direkt drauf. 1, 2, 3, 4 Stück. 4 Punkte brauchen wir dann noch. Okay. Machen wir weiter. Ab geht's nach unten. Wow! Vorsicht! Oh, hey, Leute, immer cool bleiben. Autsch, 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 autsch. Autsch, autsch, autsch. Ah. Wow, Leute, das ist echt... Wo geht's denn hier hin? Habe ich jetzt irgendwie was Geheimes entdeckt? Das wäre natürlich ziemlich cool. Geschliffener Saphir. Und hier, was ist das? Verteidigungssternstaub. Dann haben wir hier noch Feennektar. Ja, mal eine kurze Runde gemacht. Wir könnten aber auch nach links, glaube ich, da unten lang, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass uns das nicht weiterhilft. Von daher, dass wir da auch wieder nur einen schon bekannten Weg wieder zurückkommen. Von daher gehe ich jetzt einfach mal weiter nach oben. Ein Feuergeist, ein Feuergeist. Wo ist er denn? Ah, hier ist er. Boing. Okay, das sollte machbar sein. Das sollte machbar sein. Mit dem typischen Sternenstab auf alle.
Ihn wechsle ich aus gegen unseren beliebten Finn. So. Da wird natürlich wieder der Monsun gesprochen. Bam. Feine Sache das. Und direkt hinterher den Monsun. So, was machen wir hier? Sternenlicht wieder. Ja, zurückgeworfen. So, Aurora. Komm, verteidige dich. Gut gemacht. Jawohl, ja. So, Sternenlicht auf alle. So wie der Monsun auf den Geist. Bam, jawohl. Komm, das war's jetzt. Auf. Super. So, ich werde mal tauschen. Wir haben ja hier einen Nahkampf erprobten Robert. Ich denke, der ist in dieser Zusammenstellung nun besser. Und also wieder normale Hieb von Aurora in diesem Falle. Wasserresistent, alles klar. Und feuerresistent ist er auch. Na, ist ja ein Drecksack hier. Aber trotzdem, mit normalem Draufhauen, denke ich, kommen wir da auch schnell ans Ziel. Das war's dann auch. So, dieser traurige, lustige Clown ist auch irgendwie nun aufgestiegen. Genauso wie unsere Nora. Schön, an deiner Seite zu sein. Ich will ja nicht neugierig erscheinen. Aber warum hast du Tränen im Gesicht? Wegen der Laune des Lebens. Oh, das verstehe ich nicht. Ach, alles ist vergebens. Scheint ein bisschen depressiv zu sein. Unser lieber Freund. Wollten wir eigentlich auf Versteinern gehen? Ich weiß es nicht mehr. Und hier wollten wir auf den ultimativen Schutz, ne? Cool. So. Geht's hier aber? Ja, okay. Hier geht's weiter. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Oh weh, was passiert? Oh, was ist das? Eine Art Greifer? Ich denke, wir tun wieder mal gut daran, erstmal direkt Pfeilregen nicht, ne? Direkt die Begleiter zu eliminieren erstmal. Bam! 12. Na super, das hat's ja voll. Oh, und kontert körperlichen Angriff. Au, 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 au. Und jetzt mit ihr auch noch. Achtung. Ah, sie hat es nicht gekontert. Aber okay, das ist auf jeden Fall nicht gut. Das hat nicht gut funktioniert. Das hat überhaupt gar nicht gut funktioniert. Was im Umkehrschluss heißt, wir brauchen ihn nicht. Wir brauchen ihn nicht. Werden jetzt die Nora holen. Die Nora wird diese Leute hier jetzt im Verlangsamen einlullen.
Bam, gekontert. Gut, dann werde ich eben hier den Lichtstrahl auf diese Figur und hoffen, dass die 10% hier wirken. Verdammt nochmal! Ja, bisschen was geht da schon, gute Frau, ne? Ja. Aber nun. 1-0. Hier diese verlangsame ich mal mit dem Glühwürmchen, damit sie uns hoffentlich nicht einholt. Ja, jetzt haben wir's. Und wieder Licht. Ne, verteidigen. Verteidigen, Aurora. Verteidige dich. Jetzt haben wir sie alle drei verlangsamt. Und können nun Nora wieder austauschen, denke ich. Werde ich erstmal wieder das Lichtstrahl auf dieses weibliche Vieh, Geistervieh, jagen. Und sie werde ich austauschen. Ja, gegen wen nur, ne? Gegen Finn. Kann dann zaubern. Na, was lasse ich denn? Lauffeuer? Monsun? Blitz? Ich versuch's mal mit Blitz. Leute, ich habe so Halsschmerzen. Wahnsinn. Los, mach sie fertig, Aurora! 173. Yeah! Und unter Blitz, was bringt der? Was bringt der? Auch 175. Jawoll! Aber immer ein bisschen auf die Lebensenergie auch achten. Sollten wir uns erstmal wieder verteidigen. Das gleiche beim Finn. Auch ein bisschen taktisch vorgehen jetzt. Bilde mal ein, dass man hier taktisch vorgehen muss. Denk mal, das haben wir zum Beispiel jetzt ganz klug gelöst. So, nun ist der Lichtstrahl wieder dran. Ich denke mal, das wird jetzt auch dem Geist das Leben kosten. Dem Geist das Leben kosten. Wie lustig. So, den Blitz werden wir dann schon mal vorsorglich auf den anderen Geist hauen. Cool. Ja, das war's. Ja, ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht in der Vorbereitung überholen. Von daher denke ich, ist auch wieder die Verteidigung eine gute Wahl. Ja, war eine gute Wahl. Denn nun werden wir wieder einen Blitz auf den Gegner schicken. Wenn er uns lässt. Hier. Aurora, was machst du? Du probierst jetzt mal, ob normaler Schaden auf dieses Greifenvieh auch was taugt. Also normaler Angriff. Ja, 69, das passt. 350, Alter. Kritischer Treffer. Bam! Aurora, hau einfach nur drauf erstmal. Und du, ich hoffe mal, du kriegst es noch hin, den Blitz, bevor unser Gegner dran ist. Nein, das werden wir wohl nicht schaffen, ne? Doch, das schaffen wir, glaube ich. Er kontert und hat uns verlangsamt. So, er steht alleine da. Was machen wir jetzt? Dann schauen wir mal.
Kuriert alle Statusleiten. Hier, Beschleunigungselixier, ne? Passt, jawohl. Bei ihm das gleiche. Ein Beschleunigungselixier, bitteschön. Verteidigen ist angesagt. Auch bei dem lieben Finn. Was war das? Egal, was auch immer das war, ich haue drauf. Aber ich könnte natürlich auch probieren, ob irgendwie der Lichtstrahl oder das Sternenlicht was machen. Ich denke, Lichtstrahl, da wird die 10% sofort tot, ist bei einem Zwischengegner mit Sicherheit nicht zu tragen kommen. Deswegen werde ich hier das normalen Sternenlicht machen. Und den werde ich jetzt austauschen. Gegen Robert. Obwohl, das ist eine gute Entscheidung. Ich weiß es natürlich auch nicht so genau. Okay. Physischer Schaden, glaube ich, ist da relativ wirkungsvoll. Autsch. Das hat gefetzt. Okay, Aurora. Wir werden mal Ignikolus Lichtanzeige wieder aufladen. So. Damit wir uns auch wieder nebenbei ein wenig erholen können. Ausgewichen. Super, Robert. Genau so soll es sein. Bam. Schießt den Pfeil direkt ins Herz. 80. Hieb. 69. Ein bisschen was geht voran hier, ne? Oh, er hat wieder so ein Vieh. Verdammte Scheiße. Nee, dann muss wieder hier der Finn her. Wieder ein paar Blitze abfeuern. Nee, Finn. Wir verteidigen. Ja. Autsch. Ich denke schon. Oh, er lässt den Kopf hängen. Das heißt, wir sind nah dran. Finn, verteidige dich aber erstmal. Na, oh, Aurora. Aua. Auch du verteidigst dich jetzt. Wir müssen nochmal eine Runde. Na, aber wir können ja nicht ewig mich auf dich verteidigen. Hier, ich versuch's einfach. Okay, Blitzschlag. Ja, sie ist aber Aurora gegangen. Selbst schuld. Nun kann ich meinen Blitzschlag auch ausführen. Ich hoffe, dass es es dann auch war. Jawohl, der Geist ist weg. Wir sind verlangsamt. Sehr, sehr schade. Okay, erstmal werde ich jetzt aber wieder den Robert zu uns holen. Der ist nicht verlangsamt.
Der darf dann aber keinen Pfeil schießen, sondern ein, wie war denn das? Ein Antidot zaubern, oder wie? Ja, komm, ich lass ihn einfach mal zaubern. Und zwar auf Aurora. Boing, alles wieder gut. So, noch zwei, dreimal hoffe ich und dann wird sich das erledigt haben. Autsch, autsch, au, pass ein bisschen auf. Ich brauche aber mal dringend hier ein starkes Heiltonikum für beide. Auch für Aurora. Fein. Okay, verteidige dich, Robert. Na komm schon, mach die nieder, knippel die nieder. War's das? Nein, das war's immer noch nicht. Robert, komm. Ein kritischer Treffer. Yeah. Und da steigen wohl alle in der Stufe nochmal auf. Okay, und nun geht es zum Tempel des Mondes. Nicht nun, aber in der nächsten Folge. Freut euch drauf bei Child of Light. Das war ich, der Quinos. Bis zum nächsten Mal. Ciao.